Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und ich begrüße euch zu einem neuen Kalendervideo. In diesem Video möchte ich zum einen ein kleines Flip-Through mit euch zusammen machen. Heißt also, wir gehen zusammen durch, was ich zuletzt in meinem Bullet Journal gemacht habe. Ich hatte euch in einem vergangenen Video ja gezeigt, wie ich quasi die Erstinbetriebnahme gestaltet habe. Das verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Und heute möchte ich mit euch durchschauen, zum einen, was ich seitdem gemacht habe und es ist einfach eine ganze Menge mit dazu gekommen. Außerdem möchte ich dann auch noch ein kleines Plan with me anschließen, heißt also, wir schauen uns im Endeffekt erstmal an, was ich bisher so gemacht habe und dann planen wir gemeinsam für den März. Wir fangen einfach mal mit dem kleinen Flip-Through an und ja, schlagen wir das Ganze doch mal auf. Diese Seite habe ich immer noch nicht ausgefüllt. Hier seht ihr schon mal eine kleine Übersicht über das, was euch heute so erwartet. Hieran habe ich jetzt nichts verändert. Ich mag die Seite sehr, sehr gern und die nächste Doppelseite habe ich hier mit Washi-Tape zugeklebt, denn da stehen so viele Termine drin für die Zukunft, dass ich einfach so viel zensieren müsste, dass es eben niemandem was bringt. Aber prinzipiell sehen diese Seiten dann eben so aus, nur eben für den Januar bis April. Ihr könnt es euch sicher vorstellen, beziehungsweise habe ich es ja auch in meinem letzten Planungsvideo gezeigt. Dann kommt hier meine Lyrics, Quotes, Thoughts Seite und ich habe hier verschiedene Dinge teilweise hineingeschrieben, teilweise hineingeklebt. Einmal ein Zitat aus The Princess Saves Herself in This One. Dann habe ich hier von Cleo Wade einen Insta-Post einfach mal gescreenshottet und ja, hier hineingeklebt, einfach weil ich diesen Spruch, diesen Denkansatz sehr, sehr schön finde. Also ja, damit kann ich mich voll und ganz identifizieren und ich habe mich dazu entschieden, dass ich hier mit gemischten Medien spielen möchte, einfach weil es die Seite auch deutlich interessanter macht. Es sieht jetzt natürlich noch so ein bisschen zerstückelt aus, was daran liegt, dass ich diese Doppelseite halt erst seit zwei Monaten bestücke. Und hier habe ich aus Recorder von John Danielle einfach mal ja, eine Seite fotografiert und eine Passage, die mir sehr gut gefallen hat, einfach farbinvertiert ausgedruckt. Das ist was, das kann man total easy am Rechner machen und ja, das fand ich auf jeden Fall auch ganz nett so. Ich werde versuchen, hier weiterhin sehr gemischt zu arbeiten. Hier habe ich jetzt bisher relativ viel geklebt, aber es gibt sicher auch wieder Zeiten, in denen ich mehr schreibe. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Seite am Ende des Jahres aussehen wird. Dann kommt der Januar und das größte Problem im Januar ist, dass ich hier leider diese blöden Labels draufgeklebt habe. Und wenn man das zu nah in der Seitenmitte macht, nervt das natürlich beim Umschlagen beziehungsweise kommt dann hier so eine kleine Kante rein, weil ja, die Aufkleber halt sehr starr sind. Und im Endeffekt seht ihr hier, dass mein Januar relativ schlicht gewesen ist. Und das ist auch so, dass ja, was sich großartig verändert hat. Es ist auf jeden Fall sehr viel Farbe hineingekommen auf den folgenden Seiten. Und deshalb möchte ich auch nicht wieder zurück zu so einem ganz, ganz schlichten Spread, weil es mir einfach nicht so gut gefallen hat. Beziehungsweise im Vergleich zu dem anderen, was ich jetzt kenne, finde ich das dann einfach zu schlicht. Aber ihr werdet selber sehen. Dann kommen wir zu einer Doppelseite, auf der ich einmal ein Lab-Log habe. Das ist im Endeffekt meine Seite, auf der ich eigentlich festhalten möchte, was ich bei der Masterarbeit bisher geschafft habe. Das sieht jetzt danach aus, als hätte ich nichts geschafft oder nicht viel auf jeden Fall. Aber ja, die Arbeit im Labor ist natürlich nicht immer linear und dementsprechend tun sich immer tausend Baustellen auf und bis man eine davon wirklich beseitigt hat, dauert es relativ lang. Deshalb hoffe ich, dass diese Seite sich zu anderen Zeiten auch mal stärker füllen wird, aber so ist das nun mal. Und dann habe ich hier eine Seite, auf der ich festhalten wollte, was mich entspannt, was mich runterbringt, was mir Stress reduziert und ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Seite, denn das sind Sachen, die man oft nicht allzu bewusst parat hat. Und deshalb fand ich es eigentlich ganz cool, einfach mal sich zu überlegen, was einem hilft, wenn man gestresst ist. Und hier haben sich jetzt so viele Sachen angesammelt, die ich auch unheimlich gern tue. Und ja, auf jeden Fall
fand ich das mal ganz interessant und ich denke, auch diese Seite wird sich noch ein bisschen erweitern, beziehungsweise kann es auch sein, dass ich diese Seite auch noch ein bisschen mehr gestalten werde. Im Endeffekt ist es einfach eine Seite für mich, also eigentlich gar nicht mal so spannend. Ja, dann haben wir eine sehr spannende Änderung oder eine sehr spannende Neuigkeit in diesem Bullet Journal. Und zwar habe ich einen Expense Tracker angelegt. Das machen ja viele Leute, die ein Bullet Journal haben, oft auch wirklich so als Haushaltsbuch, wo man alles reinschreibt. Und ich habe halt festgestellt, ich bin mit meinem Umgang mit Finanzen ziemlich zufrieden. Das Einzige, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was das Ganze so ein bisschen umreißt, sind Bücherkäufe. Und deshalb habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und wirklich mal alles aufgeschrieben, was ich für Bücher ausgebe. Und das habe ich jetzt auch bewusst nicht zensiert, weil ich mir dachte, es ist eben halt auch mal echt, sowas zu zeigen. Und ihr seht, ich habe jetzt sowohl im Januar als auch im Februar ungefähr 70 Euro für Bücher ausgegeben jeweils. Und das ist natürlich eine ganze Menge und das ist auch etwas, woran ich arbeiten möchte. Und aus diesem Grund möchte ich eben auch diesen Expense-Tracker weiterführen, weil ich da halt sehr bewusst sehe, wie viel Geld ich ausgebe. Und ich finde, dieses Bewusstsein dafür ist eigentlich das Allerwichtigste im Umgang mit Geld. Und ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall, im März unter 50 Euro zu bleiben und so dann vielleicht auch ein bisschen runterzukommen auf Dauer. Also ja, fand ich auf jeden Fall mal ganz spannend. Vielleicht ist es auch interessant für euch, ich weiß es nicht. Aber mir hat diese Seite auf jeden Fall sehr geholfen und deshalb wird sie auch unbedingt weitergeführt. Dann haben wir meinen Februar-Spread und ich liebe ihn so, so sehr. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich finde diese Doppelseite einfach so schön. Also man muss sich an der Stelle ja auch mal loben. Also ich persönlich finde diese Seite so schön, dass ich es im März gar nicht erst versuche, genau sowas hinzubekommen. Einfach, ja, weil das für mich eigentlich so die perfekte Seite mit diesem Greenery-Thema war. Und ich habe das Ganze vorher natürlich wieder in meinem Notizbuch geübt. Und hier seht ihr im Endeffekt auch, wie das hier oben entstanden ist. Also ich habe mir halt hier erstmal so ein paar Blätter aufgemalt. Und dann, oh, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, habe ich mir Stifte geholt. Und zwar ganz viele Stifte. Das sind diese Crayola Super Tipps. Die gibt es unter anderem bei Amazon, aber sicher auch anderswo. Und als ich sie bestellt habe, hat dieser 50er-Pack, den ihr hier seht, einfach mal knapp über 10 Euro gekostet. Und ich habe es im amerikanischen Bullet Journal Planning YouTube-Bereich schon so oft gesehen, dass Leute diese Stifte total lieben. Und deshalb dachte ich mir, ich bestelle sie mir mal und probiere sie aus. Und sie sind leider wirklich so toll. Und nun habe ich hier 50 wunderbare Farben, aus denen ich mir jetzt was aussuchen kann für die nächsten Monate. Und ich bin super, super zufrieden. Ich kann euch nachher auch noch mal so ein paar Übungen damit zeigen. Also beziehungsweise ich habe sie natürlich alle mal ausprobiert und das habe ich auch in meinem Bullet Journal ganz hinten drin. Zeige ich euch dann gleich auch noch mal. Auf jeden Fall, ja, war mein erster Impuls, ganz viele Grüntöne auszuprobieren. Und das seht ihr hier auch im Großen und Ganzen. Ich habe mich dazu entschieden, einfach drei verschiedene Grüntöne zu nehmen, um eben diese Blätter anzumalen. Und es sieht jetzt vielleicht so ein bisschen künstlerisch aus, was hier passiert ist, aber im Endeffekt habe ich sehr grob, sehr skizzenhaft Blätter gezeichnet und diese angemalt. Und ich habe sie nicht mal sonderlich ordentlich gezeichnet und auch nicht sonderlich ordentlich ausgemalt, aber ich finde auch, das hat immer seinen Charme. Und dann kam noch eine Neuheit in meinem Stiftesortiment hier zu Hause dazu, und zwar ein weißer Stift. Das ist von Mitsubishi, so ein Pigment Ink in Weiß. Gibt es auch an verschiedenen Stellen. Bei weißen Stiften ist die Diskussion ja relativ belebt, weil es gefühlt den perfekten weißen Stift nicht gibt. Der war jetzt nicht sonderlich teuer und ich dachte, ich bestelle ihn mir einfach mal und ich finde ihn eigentlich ganz gut. Er deckt teilweise erst in zwei Schichten wirklich, wirklich gut, aber für meine Zwecke ist es völlig in Ordnung und damit habe ich dann eben auch die Schrift hier oben gemacht. Und ja, im Endeffekt gibt es hier nicht so viel Spannendes, bis auf diese Sticker. Das sind einfach wieder Sticker
von AliExpress. Also ja, das ist im Endeffekt auch so ein Marketplace für verschiedene asiatische Händler online. Und da gibt es ganz, ganz tolle Schreibwaren. Und ja, da habe ich mir unter anderem diese Sticker bestellt. Ich habe auch noch ganz viele andere Sticker. Ihr werdet ein paar davon oder zumindest eine Sorte noch sehen. Und da sind eben auch so quadratische Sticker drin, die ich eben auf diese Größe zugeschnitten habe. Einmal an einem Tag, wo ich alle Termine umwerfen musste und mir so dachte, das ist halt irgendwie doof, wenn sie da drin stehen und ich konnte sie gar nicht wahrnehmen. Und dementsprechend habe ich das da einfach mal draufgeklebt und ich finde, es ergänzt die Seite eigentlich ganz schön. Und dann hatte ich hier eben diese große freie Fläche und da habe ich dann eben meinen Kanalbanner ohne Schrift und Logo draufgeklebt, einfach weil ich nicht wusste, was ich mit diesem Platz machen soll. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen mit meinem Februar-Spread und ich habe das Bullet Journal so gerne benutzt. Ist ja auch irgendwie klar, wenn Sachen schön gestaltet sind, macht es natürlich viel mehr Spaß, sie zu benutzen. Ja, und dann neigen wir uns auch schon dem Ende zu bei meinem Flip-Through und das ist die letzte Doppelseite, die ich angelegt habe. Und zwar hat mich einmal Alina dazu gebracht, einen kleinen Page-Tracker anzulegen. Jetzt nicht unbedingt, um mich selbst irgendwie zu hetzen, sondern einfach, um einen Überblick zu haben, wie viel ich eigentlich pro Tag lese. Und vielleicht ist auch das spannend für euch. Ich habe mir hier quasi so einen kleinen Strahl hingemalt von 0 bis 250 Seiten. Ich war am Anfang des Monats krank und hatte deshalb natürlich unfassbar viel Zeit zum Lesen, beziehungsweise einen Tag ging es auch gar nicht. Da bin ich dann eben bei 0 Seiten. Hier habe ich auch mehr als 250 Seiten gelesen, deshalb habe ich hier auch 250 plus hingeschrieben. Aber jede andere Skalierung wäre irgendwie auch unsinnig gewesen. Und ihr seht, ab hier hat sich mein Leben wieder normalisiert und dementsprechend kamen da auch immer pro Tag so zwischen 50 und 100 Seiten raus. Und das ist im Endeffekt auch das, was ich normalerweise so lese. Ich denke, ich werde für die nächste Seite, also für den März, den ich definitiv damit auch anlegen möchte, die Skalierung noch mal ein bisschen verändern. Denn ich denke, es wird reichen, wenn ich irgendwie bis 200 oder bis 150 reiche. Aber das muss ich mir noch überlegen. Auch während ich dann das Plan with Me mache, werde ich mir das überlegen. Hier habe ich quasi immer einen Kringel hingemalt, dort, wo ich dann geendet habe. Also ich habe dann alle Seiten einfach zusammengezählt, habe meinen Kringel gemalt, dann hier diese Linie hingezeichnet. Denn wenn man das dann umdreht, hat man quasi so ein schönes Balkendiagramm und das finde ich eigentlich ganz nett zur Übersichtlichkeit. Ja, also das werde ich auf jeden Fall weitermachen und hier habe ich im Endeffekt gelettert, wieder mit meiner seitlichen Umrandung. Dann habe ich hier natürlich noch mein schwarzes Washi-Tape, habe dann eben mit dem weißen Stift die Zahlen reingeschrieben. Und die Seite danach ist ja im Endeffekt die langweiligste in diesem ganzen Journal wahrscheinlich. Und zwar habe ich einfach ein paar Rezepte, die ich immer wieder mache, aber ich mache sie nicht jeden Tag und manchmal nicht mal jede Woche, sondern manchmal eben auch nur einmal im Monat. Und jedes Mal muss ich wieder nachschauen, was brauchte ich nochmal dafür. Und da dachte ich mir, die paar Sachen fange ich dann eben an, mal aufzulisten. Einmal für mein Porridge und dann habe ich hier noch den Couscous-Salat. Das ursprüngliche Rezept ist von der lieben Claudia. Ich habe es hier nochmal ein bisschen abgewandelt, also ganz leicht, aber das Grundrezept ist immer noch dasselbe und ich mag diesen Salat einfach sehr, sehr gern. Und bevor ich hier irgendeine Beschriftung gemacht habe, dachte ich mir, ich klebe hier eben auch wieder so einen niedlichen Sticker hin. Das ist eine Stickerpackung, wo quasi nur Desserts mit Gesichtern drin sind. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr niedlich. Und dann war es das auch schon mit meinem Flip-Through. Ich zeige euch noch einmal kurz meine Crayola-Stifte. Und zwar dachte ich mir, ganz zum Schluss kann ich ja eigentlich so eine Seite anlegen, wo ich die Stifte dann eben auch mal hier auf diesem Leuchtturmpapier ausprobiere. Ihr seht, die drücken eigentlich kaum durch. Also das sogenannte Ghosting, wo man es quasi durchscheinen sieht, ist definitiv da, aber nicht in dem Sinne, dass es wirklich durchdrückt. Und das finde ich auch sehr schön an diesen Stiften. Und man kann damit sehr dick malen, also halt maximal so dick wie hier. Aber man kann damit auch sehr dünn malen. Ich nehme mal hier exemplarisch einen Stift, denn diese Spitze ist ja eben so kegelförmig geformt. Das heißt, mit der Spitze ganz vorne kann man eben auch sehr dünn zeichnen und dementsprechend kann man
im Bedarfsfall mit diesen Stiften ganz zur Not auch lettern. Ist natürlich ein bisschen umständlicher als Brush Lettering, aber ich finde es immer noch eigentlich ziemlich cool und dementsprechend, ja, bin ich eigentlich ganz begeistert von diesen Stiften, weil man einfach vieles damit machen kann und eine ziemlich große Farbvielfalt hat. Ja, aber sehr viel mehr möchte ich jetzt erstmal auch für den Moment gar nicht erzählen, denn es gilt ja noch, ein Plan with me zu machen und dafür habe ich mich natürlich vorbereitet. Und zwar habe ich mir wieder mein Notizbuch genommen. Das Notizbuch ist übrigens von Muji, ist so ein Ringbuch mit einem Gummizug. Die Aufkleber kleben da natürlich nicht drauf, das sind meine eben auch aus so einer Stickerpackung. Ja, und hier habe ich einiges ausprobiert und bin mir relativ sicher, was davon ich nehmen möchte. Aber ich dachte mir, ich mache mal wieder ein kleines Plan with me mit euch. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich das im Februar nicht gemacht habe, eben weil der Spread eigentlich echt schön geworden ist. Aber nun gut, man kann ja nicht alles haben und deshalb vertröste ich euch jetzt mit dem März. Und übergebe euch jetzt mal dem Voiceover. Ich fange erstmal an mit meinem Monthly Spread für den März. Ihr seht meine Vorlagen daneben liegen. Ich habe mich diesmal dafür entschieden, in vertikaler Richtung meine Kästchen ein wenig länger zu machen. Einfach damit ich nicht mehr so viel Freiraum habe. Und diesmal entscheide ich mich für eine sehr faule Variante der Beschriftung. Ich male diesmal nichts, sondern nehme einfach ein Washi-Tape, das ich dann später beschrifte. Und dann möchte ich in diesem Monat auf jeden Fall so ein schönes Erdbeerrosa nehmen, um dem Ganzen auch eine kleine farbliche Note zu geben. Jetzt ziehe ich meine Kästchen nach, nachdem ich vorher ein wenig vorgeplant habe. Bitte beachtet, dass ich das Ganze hier im Zeitraffer mache. Also in echt nehme ich mir dafür relativ viel Zeit und mache das Ganze sehr ruhig, während das hier jetzt relativ schnell und easy peasy aussieht. Natürlich ist das nicht sonderlich schwierig, was da jetzt gerade passiert. Aber ich finde, in YouTube-Videos sieht es sonst immer so eindrucksvoll aus, wie schnell Leute da irgendwas hinmalen. Aber bitte beachtet, dass das in Wirklichkeit gar nicht mal so schnell ist. Dafür benutze ich übrigens wieder einen Copic Multiliner. Diesmal habe ich die Variante, die etwas schöner ist, in so einer Metallhülse, aber die gibt es halt auch in Plastik, aber der Inhalt unterscheidet sich nicht wirklich. Dann auch nochmal eine kleine Änderung. Ich habe mich zum einen dafür entschieden, die vorherigen Tage im Monat mit dazu zu nehmen, die sonst eine Lücke in dieser Tabelle wären, und auch der erste Tag im April wird quasi das allerletzte Kästchen sein. Das werdet ihr dann später noch sehen, wenn ich das Ganze beschrifte. Dann habe ich mir auch endlich ein Tombow Fudenosuke geleistet, den ihr hier da auch seht. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich schöner Pinselstift, weil er sehr hart ist. Dementsprechend bekommt man die Aufstriche sehr, sehr leicht hin und sehr schön dünn. Dann trage ich hier mit meinem weißen Stift auch noch die Wochentage ein. Auf dem schwarzen Washi-Tape ist dieser Stift übrigens unheimlich deckend. Das hat mich sehr überrascht. Für die Notizen klebe ich auch wieder ein Washi-Tape hin. Damit ist es dann so ein bisschen gemischt zwischen Lettering und Weiß auf Schwarz. Das finde ich eigentlich immer ganz nett, wenn Dinge ein bisschen gemischt sind. Und nun nehme ich meinen Muji-Gel-Stift und schreibe eben die Tage auf. Dazu habe ich mir dann vorher auch wieder meine ausgedruckte Übersicht genommen, damit ich eine Vorlage habe und da nach Möglichkeit keinen Fehler mache. Damit ist die Monatsübersicht eigentlich auch schon fertig und das ist eben auch das Herzstück meines Kalenders für einen Monat. Ich wollte dann hier jetzt aber auch noch meine Pages-Übersicht, also die Übersicht über die gelesenen Seiten, aufschreiben, aber alles Weitere kommt dann später, wenn ich es eintrage. Das war es jetzt erstmal an Vorarbeit. Der März kann jetzt kommen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Hättet ihr gerne eine Trennung zwischen meinem Flip-Through und meinem Plan with me? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video für euch interessant war. Schreibt mir gerne auch darüber hinaus Feedback in die Kommentare, das freut mich immer sehr. Gerade weil ich diese Videos ja sehr unregelmäßig mache und ich darin jetzt nicht schrecklich viel Übung habe, freue ich mich immer zu hören, was ihr darüber zu sagen habt. Von daher scheut bitte nicht davor zurück, mir da was zu hinterlassen. Das freut
freut mich immer riesig. Und ich glaube, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!